Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit dem Update-Video für Juli 2021 und ich hoffe, euch geht es allen gut. Und wenn ich so mal darüber gucke, so schräg, ja, es ist gar nicht mal so viel gewesen als sonst. Sonst habe ich ja stapelweise MRAs und Steelbooks und Mediabooks und Figuren und alles drin. Ja, dieses Monat ist wirklich extrem ruhig geworden. Fast ausschließlich Mediabooks, bis auf 2-3 Steelbook-Editionen. Aber man muss aber auch gestehen, die Mediabooks gefallen mir persönlich mit jetzt am besten an den Editionen. Einfach aus dem Grund, dieser Buchanteil ist für mich immer wieder faszinierend, es durchzulesen. Und vor allem auch für die ganzen Autoren, die es geschrieben haben. Immer wieder unglaublich, was die für Arbeit da reinstecken. Und hier natürlich allen voran natürlich auch den Braun-Booklet. Mal den Beinen, was hier für Booklets drin sind in diesen ganzen XT-Media-Books. Einfach der Wahnsinn, was da wirklich für eine Arbeit dahinter steckt mit Bildern und extrem viel Text, ganz klein geschrieben. Also hier wirklich einen großen Respekt davor. Und muss man wieder sagen, ich lese auch die Booklets auch gerne durch, einfach Informationen zu finden über den Film, auch über die Entstehung des Films. Und hier ist einfach das Media-Book das beste Medium. Steelbook ist extrem teuer geworden und wirklich, ja, so schön sind sie auch nicht mehr. Da lobe ich mir echt die Mediabooks, ich habe ja verschiedene Kaffeemotive auch meistens mit dabei, aber dazu jetzt auch gleich in diesem Video mehr. Und in dem Video, ja, sehen wir auch einige heilige Gräle, die ich auch nicht angeboxt habe, einfach aus dem Grund, ich bin auch ein bisschen videofaul geworden, dank meinem ja zweiten Hobby geworden, also dank meinen zwei großen Hobbys, nämlich Sport, Fitnessstudio, ich liebe Kraftsport und muss wirklich sagen, ich gehe eigentlich fast täglich ins Fitnessstudio und einfach da zu trainieren. Und wenn es so aufs Fahrrad ist oder auf der Laufbahn ist, und nebenbei nur Fahrrad fahren, also ich bin da wirklich komplett in meinem Sportmodus drin, niemals von mir erwartet, aber es macht mir extrem viel Spaß, ich war noch nie so fit wie jetzt. Und ja, aber wir fangen einfach mal an und wir fangen an gleich mit dem ersten Heiligen Gral, nämlich Dawn of the Dead in der Langfassung, in dem KVD-Motiv im Mediabook mit dem roten Motiv mit dem Zombie drauf und muss wirklich sagen, auch das Motiv gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist noch original verpackt, bleibt auch original verpackt. Ich habe eben das komplett Mediabook mit allen Fassungen enthalten und da sind auch die auch mit drin und muss gestehen, Dawn of the Dead ist wirklich ein von meinen Lieblings-Zombie-Filmen geworden. Das ist einfach so. Und hier eben mal das Cover-D-Motiv auf 5 Stück limitiert. Und auch das habe ich nun endlich in meiner Sammlung, denn das habe ich noch nicht gehabt, aber war damals auch nie so ein großer Zombie-Fan, aber jetzt bin ich's und natürlich auch muss dieses Mediabook auch noch in meine Sammlung rein und jetzt ist es auch damit enthalten. So, und dann am 7. Juli bekam ich ein Mediabook-Paket von Media Dealer und die gab es auch dort, ja, exklusiv dort wohl, nämlich Spaceballs. Ja, Spaceballs, ja, die Parodiefilm des, ja, meines Lebens, ja, ich liebe diesen Film, ja, tut Star Trek, Star Wars verarschen und natürlich hier einmal die KVA-Variation, müsste glaube ich gewesen sein, mit Lord Helmchen und einmal hier dann noch mit den Guten und muss ich hier, dass mit den Guten hier mit Joghurt drauf ist, noch ein bisschen schöner noch. Einfach wunderschön gezeigt auch hier und diese beiden Mediabooks mussten in die Sammlung rein, einfach aus dem Grund, ich liebe diesen Film und ich kann ihn mir immer und immer und immer wieder angucken und von daher ist es gar nicht mal so schlimm, wenn man diesen Film zweimal hat, falls er das kaputt gehen sollte, einfach den anderen nehmen und deswegen auch alle beide und die Motive hier, auch hier das Motive gefallen mir extrem gut und vor allem auch das Booklet auch gut durchzulesen. Auch hier viel Information über den Film auch, aber wer mehr wissen möchte über die Booklets, einfach da mal meine Filmtagebücher angucken, denn in jedem Filmtagebuch ist eigentlich irgendwas Information über die Booklets enthalten von diesen Mediabooks. Und ja, bin schon überlegen, ob ich irgendwie ein neues Videoformat aufmachen soll, mit den Booklets irgendwie das zu besprechen, aber ist ein bisschen schwierig. Ja, okay, das sind auf jeden Fall die beiden Mediabooks zu Spaceballs, wunderschöne Filme. Und in dem Paket war noch der Film mit drin, und zwar Valerian in der 4K-Disc-Version. Und hier muss ich auch sagen, auch das ein sehr schönes Motiv. Viele mögen das Motiv nicht, ich mag es. Andere gefallen mir weniger. Auch hier interessantes Booklet auch mit dabei. Auch hier gibt es eben in dem Filmtagebuch auch die Informationen über das Booklet. Jo, okay, weiter geht es dann mit einem Paket von meinem lieben Freund, vom lieben Dominik. Vom lieben Dominik, er hat mir ja diese Mediabooks besorgt. Ganz großes Dankeschön dafür. Und habe mich schon auf dieses Paket extrem drauf gefreut, da ich nämlich wusste, dass da das wattierte Mediabook ist von Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies in der Remastered-Version. Ja, ich packe das Ding aus.
Irgendwas hat er gefehlt. Problem war, dass eben das Voodoo war zwar mit dabei, aber ich musste es wieder zurückschicken, weil es die verkehrte Nummer war. Denn die Nummer, wo er mir geschickt hat, war nämlich für einen anderen Kunden. Aber da ich ja ein netter Mensch bin, manchmal, gebe ich zu, manchmal, habe ihm das eben das an ihm geschickt und ich bekam eben eine weitere, aber das kam eben erst später raus, erst später zu mir. Aber dem Paket war trotzdem enthalten, nämlich der Film Late to West in dem Double Feature Mediabook. Ja, mit diesem schönen Motiv hier drauf, auch das. Und ich weiß, davon gibt es auch noch demnächst das Filmreihenvideo. Ich weiß, ich bin da ein wenig hinterher, aber einfach aus dem Grund, ich habe einfach zurzeit so viel zu tun und andere Sachen zu tun, als Videos zu drehen. Aber Buckel ist schon durchgelesen worden und auch die Filme schon geguckt, aber es wird nicht mehr lange dauern. Kommt auch das Video raus, denke mal, nächste Woche wird es auf jeden Fall kommen. Ich habe jetzt Urlaub, dann habe ich auch eventuell mehr Möglichkeit, auch ein bisschen Videos zu drehen. Also, das war mit dabei, Late to West. Und dann war da noch das Mediabook mit dabei zu dem Film Green Room, One Way In, No Way Out mit dem guten Patrick Stewart als schon Bösewicht. Unglaublich aber war, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr interessant auch. Und auch hier in dem Filmtagebuch gibt es auch das Booklet-Besprechung von diesem Film. Und ja, auch wie gesagt, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Auch das Mediabook gefällt mir sehr gut mit dem Kaffeemotiv hier. Sehr schön. Aber zu allen Mediabooks auf meinem Kanal gibt es dazu auch die Videos dazu. Außer zu dem, was jetzt noch kommt. Denn das Motiv, oder zumindest das Mediabook, wollte ich auch lange wieder haben. Hab es mal gehabt, hab es dann verkauft, weil mir der Film nicht gefallen hat. Aber dank dem lieben Dominik durch eine Tauschaktion musste ich jetzt nichts zahlen. Und die Mediabooks, die da weggegeben worden sind, war es für mich nicht ganz so schlimm. Und zwar, ich habe es nun endlich wieder, den heiligen Gral der Mediabooks. Und zwar Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies in der KVB-Variation. Ja, viele mögen es nicht. Ich finde es trotzdem all dem wunderschön gemacht. Hier noch in der Erstauflage noch. Und ich bin extremst dankbar, das Mediabook wieder zu haben. Ist auch original verpackt. Bleibt auch original verpackt. Nochmal den Schutzhut ausruhen. Und von daher bin ich auch sehr glücklich, das nun zu haben. Herzlichen Dank an lieben Dominik für das Organisieren. Wirklich ein herzliches Dankeschön. Und ich habe es nun wieder in meiner Sammlung. Und dann kam ja am 9. Juli dann die neue Single raus von Till Lindemann. Nämlich Ich hasse Kinder. Und habe sie bei JPC bestellt. Hier einmal die normale Single-Version mit zwei Liedern drauf. Auch das Lied natürlich auch sehr stark und auch das Lied gefällt mir sehr gut. Passt auch perfekt zu mir. Ich liebe mein Kind, aber ich hasse auch andere Kinder manchmal, gebe ich zu. Und vor allem die Thematik, wo es eben in diesem Lied auch geht, also auch hier mal richtig reinhören. Und ich habe ja auch euch dann da in dem Video auch schon die Single vorgestellt, Vinyl vorgestellt, bloß die war ja bei mir kaputt. Habe sie eben dann nochmal storniert, dann habe eine neue bekommen, die jetzt eben komplett makellos ist. Und hier, Gott sei Dank, habe ich dann nochmal bekommen in einem astreinen Zustand, ohne Knick, ohne alles drum und dran. Und dann war es auch endlich soweit. Am 12. Juli ist dann noch der Jack Snyder's Cut erschienen von Justice League mit einer Klausel von knapp 4 Stunden. Ich habe es nicht geschafft anzugucken, denn das wird auf jeden Fall jetzt im Urlaub mal passieren. Denn erstmal 4 Stunden durchhalten ist schon ein starkes Stück. Aber ich denke, wenn ich dazu mache, auf 2 Teile aufteilen, wie auch bei Herr der Ringe, ansonsten ist es mir einfach zu lange und da bin ich schon sehr gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Ja, viele mögen ihn nicht, also ich bin gespannt, wie er mir gefällt. Und sagen wir mal, ja, Steelbook ist ja auch schon ausverkauft, das ist wirklich Wahnsinn, was manche Steelbook jetzt hier wert sind, das ist völlig krank oder für was die jetzt verkauft werden, völlig Banane, ja. Aber ich habe auch Glück gehabt, ich habe meins bekommen vom Medienmarkt, zwar auch ein bisschen verschoben, aber ich habe es noch bekommen. So, und dann am 17. Juli bekam ich von Expert Jakob bzw. vom Verleihshop.de die 3 Mediabooks zu Auf den Schwingen des Todes von Indrid Cold und auch von Expert von Verleihshop.de hier die 3 Mediabooks zu die Schwinge des Todes, Auf den Schwingen des Todes, KVA-Motiv, KVB-Motiv und das KVC-Motiv. Das KVC-Motiv behalte ich auf jeden Fall, weil das gefällt mir hiermit am besten. Der Film fand ich auch sehr gut. Habe auch eine feste Limitierungsnummer mit der Nummer 100. Bankjob ist ja auch schon unterwegs mit Justin Statham, beziehungsweise ist ja auch schon angekündigt worden, dass da auch einige Motive noch kommen werden. Auch da bin ich schon sehr gespannt. Und ja,
Auch das Buchanteil, sehr interessant zu lesen, war auch wunderbar zu lesen. Also hier wirklich herzlichen Dank für diese schöne Veröffentlichung zu diesem ganz tollen Film. Und ja, sind wir mal gespannt, was noch von JB Entertainment noch kommen wird. Ist ja die erste Veröffentlichung und Bankjob folgt ja auch im August, September demnächst. Also sind wir mal gespannt. Und dann bekam ich eben von Filmerin ein neues Paket, nämlich zu den Filmerin der Klinik 151, nämlich Avengers Endgame. Ja, da war ich auch nicht ganz so zufrieden mit der ganzen Edition. Okay, die Edition an sich war schon sehr stark, aber die Hardbox ist hier schon wirklich sehr, sehr schwach, gebe ich zu. Aber wer mehr wissen möchte über diese Filmerin der Collection, einfach dazu mal das Video zu angucken. Wird auch hinten in der Infobox mit verlinkt. Aber hier nochmal eben die komplette Hardbox mit den beiden Fullslips drin. Und Fullslip Nummer 1 ist wirklich ein richtig schönes Teil. So, und dann war es endlich soweit. Der liebe Dominik hat mir nun mein Paket zugeschickt mit den weiteren Mediabook. Und zwar Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies in dem wattierten Mediabook hier in der Remastered-Version. Hier muss ich wirklich sagen, das Bild von der Remastered-Version ist wirklich um einiges besser als die von der Erstauflage. Über den Film kann man sich streiten, manche mögen ihn, manche hassen ihn. Ich habe ihn mal gehasst, ich mag ihn jetzt wirklich sehr gern und kann mir immer wieder angucken. Allein die Szene mit dem Speer bzw. mit dem rausgerissenen Holz ist schon wirklich sehr geil, was ins Auge reindringt. Sehr gut gemacht, auch hier die Effekte wirklich echt noch erstklassig für die damalige Zeit. Und hier endlich habe ich es in meiner Sammlung und auch das KVA noch von dem Unwattierten kommt auch noch mal in der Sammlung. Dann ist aber auch hier das Thema Voodoo auch bei mir komplett beendet. Also mehr wieder noch nicht mehr haben. Irgendwann muss auch mal gut sein. So, und auch in dem Paket vom lieben Dominik war noch dann sehr Untold Story drin, nämlich das Cover C-Motiv, also auf 111 Stück limitiert ist. Die anderen Motive haben mir alle nicht gefallen. Über den Film ja auch, da muss man wirklich sagen, ist auch Geschmackssache. Also Film, ich mag diesen Film, er ist absolut krank auch. Aber hier muss man sagen, die Polizisten sind extrem nervig. Aber auch hier gibt es mehr Informationen noch über das Filmchen in dem Filmtagebuch. Und auch hier nochmal herzlichsten Dank, dass ich auch diesen Film von ihm bekommen habe. In der geringsten Inventierung. Wie gesagt, alle Motive gefallen mir nicht. Und das große, das kleine Motiv, kleine Mediabook, kommt auch dann wieder weg. So, und dann, ohne Scheiß, jetzt ohne Witz, bekam ich ein Paket und ich habe nicht gewusst, was da drin war. Nämlich von Zavi bekam ich ein Paket zugeschickt mit der Filmedition, ja, The Last Action Hero in der Collectors Box. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, ich habe diesen Film mir nicht bestellt. Nicht bestellt, er ist nicht in meiner Bestellhistorie drin. Also war es wirklich ein Geschenk von Zabi, was ich schon mal sehr schön finde, denn so ganz toll ist nämlich diese Edition nämlich nicht. Warum das so ist, da könnt ihr auch gerne mal das Video zum Angucken, den Film, ja, über den Film wollen wir reden, es ist ein Kultfilm natürlich auch von Schwarzenegger, auch ein sehr schöner Film, auch hier die 4K-Version kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Und die Musikuntermalung von AC/DC Big Gun auch sehr, sehr geil. Und von daher kann man hier auch nichts verkehrt machen mit dem Film. Über die Box, die war echt sehr teuer eigentlich, aber wie gesagt, ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ja. Unglaublich, aber wahr. Und ja, aber ich habe sie nun zu Hause, bin auch trotzdem sehr glücklich darüber. Und auch das Depot gefällt mir auch sehr gut. Und damit haben wir hier eben The Last Action hier in dieser schönen Edition bekommen von Zavi. So, und dann bekamen wir noch ein recht großes Paket von meinem lieben Ike Media. Und da waren eigentlich alle exklusiven Mediabooks enthalten, die erst in letzter Zeit rausgekommen ist. Und zwar unter anderem natürlich hier Bliss. Davon gibt es ja auch schon ein Voorhees, schaut an, wieder dazu. Ist von Indeed Film und hier eben auch ebenfalls Ike exklusiv gewesen. Der Film, ja, da guckt ihr mal das Video dazu an. Und ja, ein sehr schönes Motiv, wie ich persönlich finde. Und dann geht es ja weiter mit den Filmen zu. Luke Evans in No One Lives, keiner überlebt. Und hier eben Nameless Media Book ist das hier. Und ebenfalls von Ike Media exklusiv. Und der Film, wow, was für ein geiler Streifer, mir extrem gut gefallen. Von Anfang bis Ende geht gerade mal 86 Minuten, aber es ist wirklich keine einzige Minute Zeit, um mal durchzuatmen. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag und hier auch Luke Evans in einer extrem bösen Rolle, sehr, sehr stark. Man kennt auch aus der Hobbit-Kampagne ja auch. Und hier muss ich wirklich sagen, das Teil ist wirklich sehr, sehr schön und auch vor allem auch das Buchanteil war sehr interessant, aber der Film an sich auch richtig klasse. Wer den Film noch nicht kennt, sollte auch hier mal einen Blick riskieren. Und lohnt sich auf jeden Fall mal
einen kleinen Blick reinzuschauen. So, und dann geht es weiter mit den zwei Filmen zu Hatchet 3 und Hatchet 4 Victor Crowley. Die Filme noch nicht gesehen, also bis Teil 3 kenne ich sie alle, Teil 4 fehlt mir jetzt noch, aber auch die beiden. Eh noch ein Filmreview dazu kommen zu der Hatchet-Reihe, aber auch da ein bisschen noch dranbleiben, denn auch die da angeguckt, ebenfalls diese Mediabooks sind ebenfalls von Ike Media exklusiv gewesen, produziert wurden sie eben von Nameless auch. Und dann auch noch ein weiteres schönes Mediabook zu den Film Frontiers, ein französischer Terrorfilm, wer den Film noch nicht kennt, auch hier ein Blickriskchen, sehr, sehr geiler, harter Streifen. Ja, ganz in der Manier von Texas Chainsaw Massacre, hier nur die französische Version und auch hier in dem Cover A-Motiv, was mir sehr gut gefällt. Da habe ich im Video mich versprochen, beziehungsweise verkehrt mich informiert, gebe ich zu. Aber hier das Cover A-Motiv, wirklich ein sehr, sehr schönes Teil und ebenfalls von Nameless produziert und auch exklusiv bei Ike Media händig gewesen. Und ja, so, und dann kommen wir mal zu dem Steelbook, wo ich jetzt hier meine, was wirklich extrem teuer war, aber wirklich von der Verarbeitung mit allgemein, von dem Allgemeinzustand her eher schmau ist. Auf den Film freue ich mich auch schon sehr, nämlich der Film Mortal Kombat in der Neuverfilmung hier mit der 4K-Version. Und hier das Steelbook war wirklich extrem teuer, kostet 40 Euro dieses ganze Teil. Und wenn man hier so guckt, ihr seht hier schon, keine Prägung, nichts vorhanden und vor allem die Rückseite, also dummer Leid. Einfach nur schrecklich. Ja, also man hätte es auch wenig anders machen können. So schaut das Ganze hier aus. Eigentlich, okay, es ist ein Wendemotiv, aber ganz ehrlich, nein, das ist für den Preis ist es ein Wendemotiv wert. Also ich hätte mich echt ärgern können. Jetzt habe ich es halt eben auf den Film schon geschaut. Ich hoffe, der Film gefällt mir auch. Ja, und davon wird es aber auch ein Filmreihenvideo geben mit den ersten beiden Teilen und diesem Film noch, aber hier auch noch ein bisschen gedulden. Denn jetzt ist Urlaub, jetzt ist Ferien und jetzt haben wir halt viel mit Emma zu tun und viel Beschäftigung und von daher muss ich mal gucken, weil ich diese ganzen Filme mal angucken werde. So, und dann noch gestern noch ganz frisch aus dem Briefkasten noch bekommen am 31. noch die beiden neuen Mediabooks zu von Cape Light Pictures. Einmal hier Sympathy of Mr. Vengeance und hier noch einmal dann die Lady Vengeance noch hier. Und wie mir diese beiden Mediabooks gefallen, da guckt einfach mal das gestrige Video dazu an. Und damit sind wir auch schon am Ende von meinem Update-Video Juli 2021. Was habt ihr alles Neues in Neues aufgenommen? Würde mich gerne freuen, da was zu erfahren in den Kommentaren. Und ja, mal gucken, was im August kommt. Da kommt auch nicht sehr viel raus. Wird auch ein bisschen weniger wieder auf meinem Kanal wieder werden mit Videos. Ich versuche mich aber da wieder zu steigern, aber ich muss gestehen, ich bin froh, wenn ich einfach meine Ruhe habe und einfach ein bisschen Sport machen kann, gebe ich zu. Und ja, aber man verändert sich auch ein bisschen mit der Zeit, hat andere Interessen auch bekommen, aber keine Sorge, ich bleibe trotzdem noch erhalten. Für die einen freut sich, vielleicht nett, dass ich weitermache. Aber ja, das war's von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt alle schön gesund und bis bald. Tschüss mit Ü und tschüss.